Willkommen zu Teil 2 von der Bespoke in Dresden mit den Bikes, die einen Award bekommen haben. Die schönsten, die auffälligsten, die innovativsten Bikes werden hier mit einem Award ausgezeichnet in verschiedenen Kategorien. Und jetzt gehe ich mal los durch die Hallen mit euch und zeige euch, welche das waren. Jetzt hier Bike Work Cycles und sie sind der Bespoke Award Gewinner für das beste Roadbike der Show. Und neben mir steht Rob von Work Cycles aus London und ich frage ihn jetzt mal, was es mit seinem Rad auf sich hat. Hey, well, as you can see, it's quite a nice bike. I've been working for a long time, so I'm sort of celebrating 9 years of Work Cycles. But recently I've started doing a lot of work in 3D printed stainless steel. So on this build, I've taken that to, I've pushed it to the next level in the development where I've got 3D printed dropouts, 3D printed seat cluster, and 3D printed head tube, all in stainless steel, and matched with Columbus XCR to have a full stainless build. I think, I might get corrected, it might be the only 3D printed stainless steel bike available in the world. You get a lot in titanium, but I love steel. I love the way it rides, I love the way it feels. And although I have got titanium prototypes in production now, I wasn't quite ready to, you know, leave steel behind. It's just such a good material. It also won, you know, I won best road bike, but I also won best finish. Yes. So this is paint, not anodizing? Not anodizing. You see, and that's the thing, because it's so funny, the bike has been reported on a few times, and they've been like, oh yeah, and it's got this anodizing. And that was sort of what we were trying to do. We were trying to create an anodized effect, but on stainless through using wet paints. We've used candy paints, which are slightly translucent, so you can see the steel underneath, yeah. And the brightness of the steel affects how the color sits. Also, das ist wahrscheinlich das einzigste Bike im 3D-Druck, einzigste Rennrad im 3D-Druck mit Edelstahlrahmen auf der Welt, was es gibt. Und er steckt sehr viel Herzblut rein. Er arbeitet super gerne mit Stahl, eigentlich fast ausschließlich mit Stahl. Er kann auch Titan, aber er arbeitet super gerne mit Stahl. Er hat auch neben dem Preis für das beste Roadbike auch den Preis für das beste Finish bekommen. Und ich hätte gedacht, er hat den Preis für das beste Finish für das Rad bekommen, was hier direkt vor mir steht. Aber für dieses Rad, das hat eine Lackierung, obwohl es aussieht wie Anodisierung. Und ja, es sieht einfach spektakulär aus. Eigentlich alle Bikes hier am Stand sehen spektakulär aus. Und ich frage jetzt nochmal, was das Rad kostet. This build, the frame, I don't know if I can say, because you know, the customer's wife might get angry. So maybe that's a secret. Also der Preis für das Rad um die 4000, aber die Lackierung allein auch schon 2000. Und jetzt frage ich auch nochmal zu diesem Rad. Is it also steel bike? Yeah, steel. All the bikes here are steel. Also das XCR Bike 8,5 Kilo, das Rad 8,3 Kilo. Viele Leute glauben, dass der XCR Rohrsatz von Columbus der leichteste ist, aber tatsächlich der Spirit Rohrsatz ist der leichteste von Columbus. Und das Rad ist aus einem Spirit Rohrsatz. Sehr schöne Räder, wie ich finde, so richtig zum Verlieben. Das ist das beste Bike der Show. Und es ist von Drust. Neben mir steht Konstantin von Drust. Er hat das Rad gebaut. Es hat einen Stahlrahmen, glaube ich, frage ich ihn gleich nochmal genauer. Und was es besonders auszeichnet, ist das große Vorderrad. Und warum das jetzt so ein großes Vorderrad hat, das wird uns der Konstantin jetzt mal erzählen. So routiniert. In erster Linie ging es mir darum, mit dem Fahrrad bessere Ausflüge mit meinem Hund im Gelände machen zu können. Ich habe es bis jetzt mit meinem Omnium Cargo Bike getan, was ich sehr liebe und was auch ein fantastisch fahrendes Fahrrad ist, aber für die Zwecke außerhalb der Stadt und abseits der Straße einfach nicht meinen Erwartungen gerecht geworden ist. Die Ansprüche an das Rad waren nicht mehr als den Hund und
vielleicht Gepäck auf dem Gepäckträger zu transportieren. Und daher ist das Design auch sehr speziell darauf ausgelegt. Also du liebst Ausflüge mit deinem Hund im Wald. Was, jetzt habe ich eben schon gefragt, was ist für ein Rahmen? Ist es Stahl? Es ist Stahl, ja. Fast alle Rohre sind konifizierte Stahlrohre für Fahrradrahmenbau. In erster Linie Reynolds und Deda. Das ist ein Unterrohr aus den 80ern tatsächlich. Das hatte ich so in der Kiste rumliegen. Ansonsten Straight Gauge, also unkonifizierter Chromolybdenstahl. Das Unterrohr hier vorne, also dieser Bogen ist unkonifiziert. Der Rest ist alles fahrradspezifisches Rohr. Und ist ein Pinion-Getriebe dran? Welche Version hast du jetzt da eingebaut? Das Rad ist mit der Pinion P18 ausgestattet. Die wurde mir netterweise vom Pinion gesponsert für diesen Bau. Ich hatte überlegt, dieses Fahrrad zu bauen und auf diese Show zu stellen, weil es natürlich ein Showbike auch ist. Ne, es ist kein Massenprodukt-Fahrrad, aber es ist ein Fahrrad, was man gut herzeigen kann. Und der Alex von Portus hatte mich damals mit Pinion in Verbindung gesetzt und gefragt, ob ich das vielleicht mit Pinion bauen möchte, weil ich wollte es eigentlich mit den Komponenten bauen, die ich hatte. Pinion fand die Idee gut, hat mir dieses Getriebe gesponsert, die Antriebsteile, vielen Dank an der Stelle nochmal. Ich bin sehr glücklich darüber, ich bin auch sehr aufgeregt, weil ich hatte noch nie ein Pinion-Getriebe selber. Ich habe ein paar Räder mit Pinion gemacht, aber ich kenne mich noch nicht so gut damit aus. Bis jetzt ist es super. Also du kannst damit auch steile Berge hochfahren mit dem Hund drin. Dein Hund wiegt 20 Kilo, hast du mir eben gesagt. Den Berg hoch fährt der Fahrer und nicht das Fahrrad. So, ich hoffe es. Ungefähr 20 Kilo. Ich bin mal mehr Fahrrad gefahren in meinem Leben, besonders bevor ich angefangen habe, Fahrradrahmen zu bauen. Ich sollte es aber noch hinkriegen. Willst du sonst noch irgendwas zu dem Rad loswerden? Ich weiß nicht. Ich bin selber sehr glücklich mit diesem Fahrrad. Ich bin eigentlich jemand, der sehr skeptisch meiner eigenen Arbeit gegenübersteht und immer erst in so eine zielgeraden Depression fällt und meine Räder nicht mehr sehen möchte, nachdem ich sie fertiggestellt habe, was sich dann so mit so 2 Monaten legt. Aber geht mir mit Artikeln genauso manchmal. Und aber jetzt bist du happy. Ich bin sehr glücklich mit diesem Rad, ja. Ich gucke es immer noch gerne an. Es hat eine interessante Form. Die Rohnähte, man findet immer irgendwie eine neue Stelle, die man noch nicht wirklich kennt. Und ja, ich bin selber sehr glücklich. Selten, aber ist es diesmal passiert. Wenn ich jetzt einen Hund habe und das Rad haben will, was muss ich dafür hinlegen, wenn ich das bei dir bauen lassen will? Auf meine Maße natürlich, ist ja auch ein Custom-Rad, ne? Oh, das kann ich spontan nicht beantworten. Das Rahmenset mit der Custom-Gabel wahrscheinlich um die 5000 Euro. Ja, und du machst sonst auch was für Räder? Du machst ja wahrscheinlich nicht nur Cargo-Bikes. In erster Linie baue ich Bikepacking, Mountainbikes für Menschen, die gerne ein bisschen Freiheit finden wollen. So. Also in erster Linie Mountainbikes oder man sagt ja wieder ATBs, um Freizeit zu haben und sich gut zu fühlen auf seinem Fahrrad. Eher keine Sportgeräte. Also man kann natürlich Sport machen, aber das ist von den meisten meiner Kunden eigentlich nicht der Hauptwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal zum großen Darth Vader, Best Bike of the Show. Viel Spaß mit deinem Rad noch. Ich bin bei Bordure Cycles aus Frankreich, aus der Champagne. Und sie haben einen Bespoke Award gewonnen für das beste Mountainbike. Und vor mir steht ein Titan Hardtail. Und ja, stell dich euch mal kurz vor. Nice to meet you. It's a pleasure to introduce you to a new Hardtail from 2024. It's made around a custom 3D printed platform to make the best bike for each customer. So it's a pleasure to introduce you today the new bike and pleasure to get one award for the best of show. It's good to have award for a metal bike in 2023. So pretty exciting about. So, wir haben ein bisschen umgebaut und um euch die anderen Räder von Bordure auch zu zeigen, denn die sind auch ganz spannend. Vorne zum Beispiel eins mit Carbon-Sattelschütze, die durchgehendes Carbon-Sitzrohr. Und hier eins mit ganz neuen Envy-Komponenten, mit lackiertem Vorbau auch. Can you shortly tell us what these two models are about? These two are special. The white one is a road bike with a super lightweight setup with the high SP. And the second brown is the brand new gravel with internal routing too, with the Envy cut kit and the new Envy fork. These have the same platform parametric printing with the head tube, the seat junction, but
Both are modified between one junction for the standard seat post and one junction for the ISP. The real difference is also the weight. When we switch to the ISP, the frame is 100, between 100 and 150 grams lighter. And also some extra comfort with the complete work of the carbon tubes. So yeah, both offer are interesting, but it's customer choice. Ja, interessante Bikes hier, vor allen Dingen viel Individualisierung. Man kann die Kurbelarme in Längen von 140 bis 180 mm haben, das ist schon besonders, und dann auch noch so schicke Kurbeln. Okay, ich bin jetzt bei Project D aus Polen und sie haben gleich zwei Awards gewonnen. Und ich frage jetzt mal, welche Awards es waren, denn das ist eine ganz interessante Geschichte und was es über dieses wirklich ebenfalls sehr interessante Bike zu sagen gibt. So, my name is Dominik, I come from Poland, my brand is called Project D. Two awards, one for the new builder, so that's given to people who show up at the show for the first time. And the other one is Mike Barrow's Innovation Award for innovation, apparently. So people believed in the story I was saying. The bike itself is born out of my need to have a comfortable bike. So it's my solution to the problem of normal people like us getting, you know, race bikes. So I wanted to make something that is comfortable that I can go for many hours on. I built the bike out of three different materials. The bottom part of the bike, the whole fork, down tube, head tube, and the chainstays are 3D printed in stainless steel. Actually, the chainstays are actually built in one huge piece, so that's the biggest print I've ever made. Top of the bike, so seat tubes, top tubes, and seat stays. They're carbon fiber, and the idea is that we get some flex introduced. So the bottom part of the bike is really good for high frequency dumping of the stuff. Top of the bike gives you the flexing comfort and gets your back to rest a little bit. So it's not all horizontal damping, but it's also you wanted to have this kind of twisted damping as well. A little bit of flex, then I should actually put some GoPros on the frame and make some videos, because it bends more than people think. It's actually up to maybe 2-3 centimeters in some areas. Yeah, yeah. The steerer tube and the crown are one piece, and then I have legs separately. I silver braced them together, and there's some internal channels for cables. Yeah. As is, I think this is around 8 kilos. I don't have a super high quality part because, you know, I had to make the frame. I'm a freshman to this, so I'm not sponsored and I don't have the latest components. But it's also designed for me, so I'm 107 kilos, yeah. And I wanted to make sure that this is strong enough. So what I do, I put body dimensions and weight into my file. I run a lot of simulations, you know, a few hours later I get a report from the cloud, and then I know the wall thicknesses and part thicknesses. So for, I don't know, a 70 kilo rider, it could be 1.7 kilos on the frame and maybe 750 grams on the fork. Yeah. That's really light for stainless steel tubing. It is. I like to say that this is a steel frame. So it does have carbon fiber components, but this is a steel frame. Ja, ein Fahrrad, in dem wirklich viel Gedanken stecken, mit auch wirklich, was auch für einen ganz besonderen Anspruch gemacht ist. Und ich würde es wirklich sehr gerne mal fahren. So, I'm actually using that show to figure out what people want to pay for this. And I have an idea. So a frame, fork, including the bearings, all the seat post hardware, both axles and paint, I'm thinking in the neighborhood of 5,000 euros. Yeah, for the frame, so painted. Good luck for the show. Thank you so much. Yeah. Congratulations for the awards. Thanks. Bei mir ist jetzt Erdmann von Journeyman Cycles und der hat den Bespoke Award in der Kategorie Bestes Cargo Bike gewonnen. Magst du uns kurz was zu deinem Rad sagen? Voll gerne. Also ja, es ist ein maßgeschneidertes Lastenrad für einen Freund von mir geworden. Der ist als Zimmerer in Leipzig unterwegs und genau, und hat jetzt hier auf der Messe den Preis fürs beste Cargo Bike gewonnen. Genau. Passt einiges drauf, wie man sehen kann. Was passt da drauf? Was kann es tragen? Also gewichtstechnisch kann ich keine genaue Auskunft geben. Das begrenzen die Reifen ja immer so ein bisschen. In dem Falle jetzt Gesamtgewicht 200 Kilo. Ist ein Stahlrahmen. Genau, ist eine Traverse unten drunter. Ist jetzt ein bisschen verdeckt durch die Ladefläche, aber es ist quasi ein relativ hohes Profil.
100 Millimeter. Genau, und das steckt einiges weg. Und es ist quasi gebaut auf Euronorm. Also zwei Bäckerkisten gehen da entspannt drauf. Und ja, wie man ganz gut sehen kann, auch ja, längere Sachen. Dafür ist der Rahmen, das ist so ein Feature, was das Fahrrad kann, was vielleicht andere nicht so gut können, ist lange Sachen zu transportieren und die entspannter drauf zu schnallen. Genau. Und was natürlich, was es auch kann, ist, ich baue Lastenräder nur auf Maß. Also es sind customized Cargo Bikes. Einfach damit Menschen, die wirklich jeden Tag mit dem Fahrrad unterwegs sind, vielleicht sogar in ihrem Gewerbe arbeiten wollen, einfach keine Probleme mit dem Rad haben, ihren Körper quasi als Motor optimal einsetzen können, um von A nach B zu kommen und einfach Spaß dabei zu haben. Wo sitzt du? Wo baust du die Räder? Ich baue die in Leipzig, genau. Okay, danke dir für das Gespräch. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu dem Preis und viel Erfolg. Vielen Dank. Supercycles kommen aus Spanien. Sie haben auch einen Award gewonnen, und zwar den Escolab Award. Und was sie gemacht haben, ist ein Mountainbike. Und der Gründer der Marke wird mir jetzt kurz sich vorstellen. Benjamin Caperon, I'm French and living in Spain. And can you tell us a little bit about your bike? Yeah, so that's the bike I was planning on building for the past, I would say, 50 years almost. Because I wanted a high pivot, mono pivot, with a gearbox. And all together, when I met the engineer, I bought the package from, I would say, like, for the main pivot location. We came up with some different solution, like the floating arm, not to mess up with the suspension functionments. And then the more we were working together, the more solution came up, like one base frame. I'm going to be able to change the geometry, changing one piece, which we call the dog bone. So if I match this one with a proper fork and a proper shock, I can have my rear-wheel travel from 170 down to 138. So it's only steel, only with like European source materials as much as I can. This frame is the second one I built with Reynolds tubing, the 853 grade. When this one is built with French tubing from Osborne, like the T45, it's basically the same weight at the end. This is the same behaving, but I just want to make sure that my source were available. And this is all made by hand, of course. CNC parts are made from France. And I'm going to be TIG welding the first 3 points to secure the frame. I put it in a jig to make sure it is straight. And then I will be brazing with bronze the rest of the frame and just spend more time with the file. Ja, und dann gibt es noch eine Besonderheit an dem Rad, und das ist das Pinion-Getriebe. Das hat eine eigene Aufnahme unten. Das ist das Pinion Smart Shift, und das könnt ihr hier mit dem kleinen Taster am Lenker betätigen. Und unten sitzt die Getriebebox, und da werden alle Gänge gekapselt, geschaltet. Ist also komplett schmutzunempfindlich. Das ist jetzt hier in der 12-Gang-Sache ausgeführt. Und es gibt aber auch 9-Gang-Versionen und 18-Gang-Versionen. Und er hat auch schon die 18-Gang-Version hier in der Kiste und wird sie auch demnächst an diesem Rad anbringen. Congratulations again to the award. Yeah, that was a nice surprise, yeah, I would say. What would the price of this bike be? Well, the frame only, that comes with the rear axle, will be 3,000 euro. And then we can build like complete bikes with the gearbox, with shocks from Can Creek or Fast Suspension or AXT, you can come up with a complete bike, but the base frame is 3,000 euro. Das war's, unsere mehrteilige Serie von der Bespoke-Premiere in Dresden. Mir hat's super gut gefallen. Mein Resümee ist auf jeden Fall, wenn ihr irgendwie eine Liebe zum Fahrrad habt, einen Hang zum Fahrrad, dann solltet ihr die Gelegenheit nutzen, wenn nochmal so eine Custom-Made-Bicycle-Show nach Deutschland kommt, die zu ergreifen, denn ihr könnt hier richtig gute Gespräche führen, die Leute nehmen sich Zeit, man kann über Details an Fahrrädern reden, und es gibt hier so viele spannende Details zu sehen, und ich hoffe, das ist ein bisschen rübergekommen in den Videos, was, welche Liebe in den Rädern steckt, wie, welche Ideen darin stecken, mit welcher Leidenschaft die, muss man ja sagen, Kunsthandwerker schon fast ihre Arbeit betreiben, teilweise ja auch neben der eigentlichen Arbeit. Ich fand's wahnsinnig spannend, hier zu sein, und hoffe, es kommt nochmal eine Bespoke nach Deutschland. Also, abonniert unseren Kanal, wenn es euch gefallen hat, und lasst mir gerne einen Daumen da.